Also gut, heute ist der Pfeilspitzwand-Klettersteig dran. Naja, Nomen ist Omen, kann ja schon mal irgendwie nicht stimmen. Ich meine, ich persönlich sehe hier im Zustieg weder einen Pfeil noch einen Spitz. In erster Linie sehen wir die ersten Meter nur Gemüse. Der Zustieg recht gemütlich ansteigend und wirklich kurz. Das macht den Klettersteig für Gehfaule definitiv schon mal interessant. Aber abwarten, das Gehfaul, das wird sich nämlich bei einigen Passagen trotzdem nochmal ordentlich rechnen. Ich sag's euch, das werdet ihr schon noch sehen. Gleich zu Beginn startet es nämlich gleich mal ordentlich steil. Gut, die ganzen Stahlmöblierungen erleichtern die Steigung doch ungemein, aber hin und wieder muss man schon mal gescheit hinlangen, damit das Klettersteigset nicht wirklich mal zum Einsatz kommt. Es bleibt im ersten Teil durchwegs steil, steil, steil. Nur hinauf wäre ja auch langweilig, deshalb gibt's auch den ein oder anderen Meter wieder nach unten. Gut, die Wand ist nicht recht hoch, irgendwie muss man ja schließlich auf die rund 180 Klettermeter kommen. Hinauf ist dann schon eher wieder die gewohnte Richtung in einem Klettersteig. Und wer den Hootalaner Klettersteig kennt, der weiß, da finden immer die Everest-Vorbereitungskurse statt. Und hier am Pfeilspitzwand-Klettersteig, das ist dann schon für den zweiten Tag, weil Abwechslung muss ja schließlich auch sein. Aber jetzt habe ich ja glatt die Steigeisen unten am Wandfuß liegen lassen. Naja, wird auch schon so gehen. Zu spät einsteigen in die spitze und pfeilige Wand sollte man also nicht, und vor allem sollte man den ein oder anderen Schluck zu trinken mitnehmen, nicht, dass man mitten in der Wand noch zur Rosine wird. Aber was will man machen? Wer oben stehen will, der muss eben auch irgendwie rauf. Das ist, glaube ich, von Goethe oder so. Naja, jedenfalls sind wir jetzt mal aus dem Gemüsebeet unten draußen und jetzt brennt die Sonne so richtig her. Aber man sieht, so ein Bergabklettersteig kann schon mal kurz für verwirrte Alpakas sorgen. Und hier jetzt die berüchtigten Gehpassagen. Es ist wirklich beeindruckend, wie sich der Steig durch die Gartencenter-Abteilung schlängelt, dabei kein einziges Mal die Orchideen ins Gesicht hängen und man ständig besten Fels unter den Füßen hat. Das alles mit einer bombastischen Aussicht ins restliche Zillertal und natürlich in die Gartencenter-Abteilung. Im nächsten Quergang gilt, manchmal muss es bergab gehen, damit es wieder bergauf gehen kann. Gut, das war jetzt wahrscheinlich nicht von Goethe, sondern, naja, sagen wir Schiller oder Andreas Gabalier, wer weiß das schon so genau. Nach einem letzten kurzen Aufschwung heißt's verlieben, nämlich in der Liebesgrotte. Gut, ich hätte jetzt eher irgendeine Schaukel erwartet, aber es ist nur eine Holzbank, die irgendeine arme Sau hier hochgetragen hat, und bei aller Liebe nicht mal in einem Klettersteig finde ich das wirklich witzig, aber so ist das eben, Geschmäcker sind verschieden. Genug verliebt, jetzt wird's in einer richtig steilen und vor allem langen CD-Passage ordentlich schwitzig. Da vergeht einem definitiv auch der letzte Rest Liebe. Die Klammern sind zahlreich und hilfreich, aber auch der Fels allein wird's hier schon tun. Man kann es sich also nach Belieben nochmal ordentlich schwerer machen, wenn man das Stahlseil nur als Lebensversicherung hernimmt. Und eins ist klar, hier ist definitiv Saft gefragt, damit man oben nicht streichfähig aus der harten Passage rauskommt. Ja.
ein wahres Meisterwerk. Und fairerweise muss man auch sagen, dass dieser Klettersteig für alle Kletterbegeisterten nur schwer als Klettertour hätte angelegt werden können. Durch die vielen Quergänge und Abstiege wäre eine deutlich inhomogenere Tour entstanden als mit dieser Klettersteiglösung. Dass ich mal einen Klettersteig verteidige, das hätte nicht mal Paul Preuß geglaubt. Aber jetzt geht's wieder steil bergauf. Der Fels ist rau, kompakt, griffig. Weite Strecken lassen sich ohne das Stahlseil auf bestem Fels erklettern. Und bis zur nächsten Erholung gilt's jetzt, Steigstellen bis zum Grade C, D zu überwinden. Nach einem kurzen Band gibt's jedenfalls Erholung. Mit A, B und C darf man sich's mal ein wenig gemütlich machen. Die Klammern sorgen dafür, dass man immer ordentlich stehen kann und keine Schwarzenegger-Ärmel auspacken muss. Die Querungen und Unterbrechungen machen immer wieder eine Trinkpause möglich. Die Rastschlingen kommen in diesem Steig eigentlich nicht wirklich zum Einsatz, denn harte Passagen und entspannte Meter, die wechseln sich hier immer sehr schön ab und man genießt Meter für Meter. Über eine plattigere Wand geht's jetzt im Schwierigkeitsgrad B bis C ein längeres Stück nach oben. Mit ein bisschen Technik kann man aber auch hier deutlich entspannter durchsteigen, als es optisch wirkt. Zum Schluss heißt es dann nochmal ordentlich hinlangen, dann hat man aber auch schon die größten Schwierigkeiten geschafft und steht in aller Kürze beim Ausstieg. Nicht aushängen, das ist hier wirklich kein blöder Tipp, denn gelegentlich wird's bis zum Wanderweg nach drüben nochmal etwas ausgesetzter. Wer also vielleicht ohne Sicherung recht unsicher ist, der sollte auf diesem gut gemeinten Ratschlag zum Schluss des Klettersteigs auf jeden Fall hören. Doch spätestens hier ist dann jetzt wirklich Schluss und es geht gemütlich ins Tal zurück. Einer der schönsten Sportklettersteige im Zillertal geht damit zu Ende und so auch dieses Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil!